Naruto 1986, herzlich willkommen zu Part 3 und zu Assassin's Creed Revelations. Und wir machen jetzt da weiter, wo wir aufgehört haben, die Festung zu befreien. So. Verteidigt das für mich. Platziert euch dort. Platziert euch dort. So. Ah ja, ich muss auch ständig nachladen damit. Oh, was da alles wieder auf mein Konto einfließt an Kohle, ey. Wow, wow. Schön hier bleiben. Nein, weil das Ding hier muss ich mir aufheben. Die Kanone muss ich mir echt aufheben. Verteidigt das Gebiet. Warte. Ach so, hab ich gedacht, das funktioniert, aber. Ja, ich weiß, man muss hier überall einen aufbauen. Das ist überall so. Man muss hier überall einen aufbauen bei dem Ganzen hier. Und ich weiß ja, wie alles funktioniert, klar. L1 ist die Kanone, Ding ist halt Ding. So. Direkt da. Oh oh, ich muss jetzt mal schnell. So. Ach komm, nein. Ach, falscher Knopf schon wieder, meine Güte. Jawohl, wir haben sie. Perfekt. Die erste Festung wurde geschützt. Es kommt halt immer ab und zu nochmal zur Verwechslung halt mit rechts, links, aber das werden wir schon hinbekommen. Wieder. Aber es sind die Steuerungen gleich. R1 ist Ding, halt das Ganze auswechseln. R1 ist immer Kanone, Viereck ist immer Schießen, Dreieck ist Plündern und alles. Das ist eigentlich im Prinzip ganz einfach. Damit gibt es eigentlich überhaupt gar keine Probleme. Und ich werde alle in den Dingen so machen. Aber ich muss gucken, wann wir die ersten Rekruten sammeln dürfen. Und dann gebt Bescheid, wenn die Templer sich sammeln. Yusuf und ich sind dann bei der Bazarfeste. Nehmt eine Fähre über den Hallitsch. Es ist der schnellste Weg auf die Halbinsel. Alles klar. Ja. Und Kater haben wir dann hier so, das ist klar. Wir werden auch gucken, dass wir dann auch hier noch sehr viel renovieren damit, das ist klar. Renovieren muss auch mal sein, weil wir können ja, wir müssen ja schließlich unser Einkommen irgendwo rausholen am Ende. So. Nein, wir werden auch das dann hinkriegen und auch schaffen. So. Wir werden aber auch. Wir werden in den ganzen Spielen auch sehr viel renovieren und alles, klar. Weil Bank ist schon mal wichtig. So, erstmal von denen alle hier. Du Niederträchtiger! Ah, nein, ich wollte dich doch gerade gar nicht. Dann kommt mal her. Los. Tschüss. Konnte. So. Siehst du? Auch den. Hm? Okay. Weg mit dir. Noch du, komm. Komm. Dann komm mal her, Freundchen, komm. Warte.
Ne? So. Danke und... Hallo? Komm mal her. Tschüss. Ja, ja, ich weiß, manchmal bringt es gar... Manchmal will nicht kontern. Manchmal ist es so, dass er nicht kontern will. Das ist... Also er kontert schon, aber dass er manchmal halt nicht, wenn man dann drückt, dass er das halt machen tut. Das passiert manchmal, ist klar. So. Das ist ganz einfach im Prinzip, so, siehst du? Aber sonst werde ich halt auch wenig davon das benutzen, weil dann halt aber auch mehr halt auf den... aufs Ding halt gehen halt auf... Ja... Gehen wir nochmal zum Schmied an. Da kannst du auch. Ja, komm mal her. Weg mit dir. Komm her. Weg mit dir. Komm. Ja, komm her jetzt. Und zack. Nächster. Und zack und tschüss. Oh ja, ihr seid echt gut. Ihr seid echt eine gute Spendable. Nieder mit dir! Vergiss es einfach! So, und jetzt erstmal weg hier. Ja, weiter so! So, und von euch nehme ich mir erstmal wieder eine gute Spende an. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Ich fahre meine Klinge wieder an. So, dann wollen wir mal gucken. Irgendwie gibt es noch einen Arzt. Nein, das ist alles ganz... Hey, macht euch das Spaß? Hin ja. Achso, ja, ja. Und halt noch... Ja. Ach, das soll man alles schon hinkriegen. Keine Angst, darum muss ich keine Gedanken machen. Ich krieg das locker hin, das ist einfach alles. Ist alles einfach. Darum auch gar kein. Ja, ich verwechsel manchmal nur die Dinge nochmal halt. Wie heißt's? Ja, hier. Das ist doch. So kriegt er nämlich sehr viel Einkommen damit. Und. Geprüfte Heilverfahren, höchst effizient und die neueste bleibasierte Pharmakologie. Ah ja, Templer-Kenntnisstand ist das dann. Weil das ist besser, wenn man auch diesen Templer-Kenntnisstand hat. Pack den Bastard! Oh, Schande! Gut, weil. Ich glaube, mehr kann ich da gerade nicht machen. Danach muss man halt immer abhauen halt. Bei sowas. Ja. Hier nicht fluchen, ey, verdammt nochmal. Ich mag sowas nicht, wenn geflucht wird. So. Aber das ist natürlich auf alle Fälle sehr einfach. Und das kriegen wir auch alles hin, natürlich. Warte, wie viel kostet der? Ja, 500 kostet. Was? Wie viel kostet der? 500? Den habe ich. Und wie viel braucht er? Ja, klar, 900. Na gut, dann müssen wir ihm halt ganz normal so weitergehen. Ja, das ist Templerfeste. Weil wenn die an... Das machen wir dann halt auch noch mit dem Ding, dass er nicht angegriffen wird. Machen wir das noch und dann passt es eigentlich. Aber wir können ja nicht immer freimachen. Wir müssen halt so machen, dass wir dann halt, ja. Also, warte mal. Quatsch, gehen wir erstmal hier Aussichtspunkte machen. Da kannst du auch einfach auf Ding gehen und starten und dann einfach auf die. So, und während dem Ganzen werde ich hier alles nochmal weiter einsacken hier alles. Mach, was hier? Ein Dieb. Mach her, wieder mit euch. So, geht ja. Sir, lass das doch. Was, lass das doch? Hier. Und noch einmal so eine große Klappe hast, ey.
So. Ah ne, ich hab ihn. Ich kann ganz normal hüpfen damit. Wisst du? Und sonst gehe ich immer hier hin und lass mich dann da einfach heilen, ne. Apothekenbedarf. Ja, dann kann ich hier mein ganzes Ding auffüllen, was ich. Ja, halt, nein. So, machen wir gerne. Schnell wegen des Gift gibt es hier auch. Aber ein Gift habe ich schon alles voll. Medizin habe ich auch alles voll. Weil das. Nee, das finde ich gut. Durch die Dinge, was ich habe, kriege ich da extra ein bisschen mehr von dem ganzen Mist. Und dann kann ich da alles machen oder mich auch extra auch mal die ganzen Komponenten machen oder auch mich selbst erheilen. Was ich aber alles auch immer werde. So, den nächsten haben wir. Ja, ich find's cool, dass es da in dem PlayStation 4 Version auch schon kann den Typ auch noch treten und dann komm her und zack. Aber was ich echt genial finde bei denen ist, dass du das bei der PlayStation 4 Spiel, dass bei der PlayStation 4 Version die DLCs schon drauf sind, finde ich super, finde ich einfach genial, einfach weil ist besser als wie bei denen, wie wenn du den Plattenfehler, den Kerker, den werden wir auf alle Fälle gucken, dass wir das schaffen. Das ist dann hier. Ja, schwimmen gehen immer auch gut, so. Auf zum Fährmann, genau. Akzeptiere ich natürlich auf alle Fälle. Keine solche Bezirke, keine Konflikte auslösen. Ja, mach mal. Locker. Kriege mal hin. So. Begrüßt meine neuen Freunde. Weg mit dir. Dann komm her. Tot. Und noch tot. So. Ihr kämpft, als kämpft ihr zu spät zu eurer Hochzeit. Sie. Um etwa 25 Jahre. Dritter Part ist es. Ich kam zu spät zur Basarfeste. Welch Unglück. Doch nun, da sich mein Heer verdoppelt hat, holen wir sie uns zurück. Hier entlang. Wenn die Templer einen Bezirk übernehmen, stellen sie den Sieg zur Schau, hängen Banner auf und knechten die Händler. Es ist ein ständiger Kampf, sie in Schach zu halten. Und sie reiben uns jeden Sieg unter die Nase. Sie sind ziemlich dreist. Warum toleriert der Sultan das? Sultan Bayezid ist weit weg, Erzio. Er führt Krieg gegen Selim, viele Fersen nordwestlich der Stadt. Er war seit Jahren nicht mehr hier, mindestens seit dem Erdbeben, vielleicht sogar noch länger. Er ist blind für diese Tumulte. Aber eure Augen sind offen, Se. Hemde Falter, Shigibi. Glaub mir. Dieb, du entwischst mir nicht. Zu viele für den direkten Angriff. Ich bezweifle, dass uns hier eine Rauchbombe hilft. Rauchbombe? Ezio, es wird Zeit, dass ihr Italiener das 16. Jahrhundert erreicht. Diese hier vernebeln nicht. Sie lenken ab. Na gut, dann probieren wir mal. Okay, ich hab noch nicht. Seht ihr? Unwiderstehlich. Gehen wir. Ihr steckt voller Überraschungen heute. Finde ich auch. Wir sind unser neues Steckenpferd. Wir bocken sie uns vor den Chinesen und nutzen sie nun mit Leidenschaft. Das müsst ihr mir zeigen. Wer ist der Mentor hier? Ja, hallo. Frage ich mich langsam. Ja, hallo, ich bin hier in einer neuen Stadt. Da müsstest ihr mir zeigen. Okay, dann beende ich jetzt hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Naruto 1986. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Wieder einschaltet, gebt einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Schreibt bitte in die Kommentare, das wäre nämlich nett. Und ich würde mich freuen. Und
Und das war's jetzt für diesen Part. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Part. Ciao. Das war Assassin's Creed Revelations.